jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Klaus Kleber. Guten Abend. Hell. Was denken Sie, wenn Sie auf einem Kinoplakat einen Titel aus 4 Buchstaben sehen? H-E-L-L. Hell, Englisch, die Hölle. Oder hell, hell wie die Sonne. Und Sie werden diese 4 Buchstaben an Kinos sehen. Hell. Und es wird egal sein, wie Sie es aussprechen, denn genau zwischen den 2 Lesarten liegt die Geschichte des Films. Das sengende Licht einer außer Rand und Band geratenen Sonne macht die Erde zur Hölle. Ist das ein Katastrophenfilm? Ja und doch nein. Denn der Film inszeniert nicht die gewaltige Katastrophe, sondern das Verhalten von Menschen, kleinen Menschen, im Angesicht der gewalttätigen Natur. Menschen, die nicht mehr wollen als überleben. Der eine nur für sich, die andere will das für die, die sie liebt. Das ist ein Urthema des Kinos, von einem jungen Deutschen so umgesetzt, dass er unsere Kritikerin Sabine Schulz überzeugte. Seit 3 Jahren gibt es keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Im Jahr 2016 hat die gleißende Sonne das Leben auf der Erde weitgehend ausgelöscht. Marie, gespielt von Hannah Herzsprung, hat überlebt, will sich mit einem Freund und ihrer kleinen Schwester in die Berge durchschlagen. Dort soll es noch Wasser geben, heißt es. Ich habe draußen Vogel gesehen. Was? Ja. Siehst du? Das ist ein Zeichen. Ja, die Vögel, die wissen, wo das Wasser ist. Sonnenstürme, Klimawandel, Erderwärmung. Ein Film, der mit unseren aktuellen Ängsten spielt. Sonne! Angesichts der Katastrophe zählt nur noch der nackte Überlebensinstinkt. Jeder gegen jeden. Es ist das Ende der Zivilisation. Was wie ein rasanter Hollywood-Thriller daherkommt, ist das Spielfilmdebüt eines Studenten der Münchner Filmhochschule. Was? Betsy. Tim Fehlbaum, den Namen sollte man sich merken. Souverän inszeniert der 29-Jährige seinen Erstling. Ersetzt mangelndes Budget durch Kreativität und Fantasie. Begeisterung bereits zur Uraufführung beim Filmfest München und der Förderpreis Deutscher Film für die beste Regie. Schon wird Fehlbaum als ein neuer Roland Emmerich gehandelt. Und das kommt nicht von ungefähr. Roland ist, wie wir wissen, Spezialist auf dem Gebiet Apokalypse. Also ich glaube, da gibt es kaum jemand, der da ein besserer Mentor sein könnte. Und er hat uns sehr, sehr wegweisende Tipps gegeben, zum Beispiel zur Umsetzung, zum Beispiel mit dem Staub. Er hat mir vorher gesagt, du musst immer im Hintergrund Staub durchwehen haben. Und wenn man den Film kennt, weiß man, wie wichtig das dann war für die Atmosphäre des Films. Aufregende Kinobilder sind dabei entstanden, ein Look, der sich regelrecht einbrennt und eine spannende Story, die den Zuschauer durchweg in Atem hält. Als Maries kleine Schwester entführt wird, ist ihr Freund nur darauf bedacht, seine eigene Haut zu retten. Marie muss sich alleine auf die Suche nach ihr machen. Ich tue dir nichts. Film- und Theaterlegende Angela Winkler als bodenständige Bäuerin, die alles daran setzt, Hof und Familie am Leben zu halten, egal zu welchem Preis. Wir verlassen unseren Hof nicht. Ein Hoffnungsschimmer in der Düsternis? Aber dann tun sich menschliche Abgründe auf, wobei sich das Grauen überwiegend im Kopf des Zuschauers abspielt, was es noch intensiver macht. Was macht ihr hier? Hell ist ein grandios gespielter, packend erzählter Endzeit-Thriller, der sich vor internationaler Konkurrenz nicht verstecken muss. Ein Lichtblick für den deutschen Film. Die Sonne wird dich verbrennen. Den Film kann man ab Ende dieser Woche in den Kinos sehen. Hier geht's auch mit Kino weiter, mit einem Thriller im Montagskino. Und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie das so entscheiden. Und die nächsten Nachrichten heute Abend gibt's in Heute Nacht um 0:10 Uhr mit Ina Bergmann. Wiedersehen.